Mein Name ist Oliver Blankenheim. Ich bin Geschäftsführer der Fiesel GmbH. Die Fiesel GmbH produziert Drehteile seit Mitte der 70er Jahre, seit Anfang der 80er Jahre hier am Standort in Bad Münstereifel. Unsere Produkte finden Einsatz in verschiedenen Branchen, hauptsächlich Automobilindustrie, aber auch weiße Ware und Gasarmaturen. Die Kälte benötigen wir zur Maschinenkühlung. Die modernen Maschinen sind vornehmlich mit Wasser gekühlt, flüssigkeitsgekühlt, ältere Maschinen eher mit Luft gekühlt. Durch die Wasserkühlung erzielen wir eine höhere Dichte der Antriebseinheiten in den Maschinen und können somit die Produktivität steigern. Vor der Beratung durch die Effizienzagentur NRW wurde die Kälte dezentral erzeugt. Das heißt, bei jeder Maschine, an der wir die Kälte benötigten, wurde separat durch einen Kaltwassersatz die Kälte erzeugt. Das bisherige System war von daher so energieintensiv, da wir ganzjährig im Kompressorbetrieb oder Verdichterbetrieb arbeiten mussten und durch die Ableitung der Wärme die Hallentemperatur, die Umgebungstemperatur weiter angestiegen ist und wir somit das System immer ineffizienter wurde. Die Beratung der Effizienzagentur NRW lief folgendermaßen ab. Ein Mitarbeiter, der Herr Hofmann, hat uns hier vor Ort besucht. Wir haben uns die Ist-Situation angeguckt, Möglichkeiten besprochen, was zu ändern sein könnte, und dann wurde uns im Nachgang ein Beratungsunternehmen empfohlen, womit die nächsten Schritte dann letztlich geplant wurden. Die neue Freikühleinrichtung zeichnet sich durch eine massive Energieeinsparung aus. Daneben haben wir einen weiteren Effekt festgestellt, der das Raumklima in den Werkhallen betrifft. Durch die Abführung der Wärme nach draußen konnten wir hier eine deutliche Senkung der Temperaturen in der Werkhalle in den Sommermonaten feststellen. Die erwarteten Einsparungen liegen bei ca. 110.000 Kilowattstunden pro Jahr bzw. ca. 70 Tonnen CO2-Äquivalent. Die Zusammenarbeit mit der Effizienzagentur NRW ist uns sehr wichtig. Wir stehen seit Jahren in ständigem Austausch miteinander und ich kann die Zusammenarbeit nur jedem anderen Unternehmen empfehlen, das eine Steigerung der Ressourceneffizienz für ihr eigenes Unternehmen anstrebt.